Liebe Gatesfans, ganz herzlich willkommen zur 18. Runde hier aus dem Exilstadion Letzigrund. Goal wird wohl ein höherer Ball geben in Richtung Box, so ist es dann auch. Hinten wäre noch niemand da spielen frei, aber dann schließt er ab und ganz nah am Goal vorbei. Ja, da hat man das erste Mal Glück gehabt, die erste grosse Chance gehört dem Gast aus Iverdon, gespielt sind 9 Minuten. Ja, da hat er sich noch einmal gedreht um die eigene Achse und dann hat er einfach abgezogen. Wahrscheinlich aufgrund von dem nicht ganz so gut können Mass nehmen. Der Bölle dann zum Glück rechts vorbei. Wer Momo zeigt schon, er möchte gerne Bölle. Ja, dann kommt der Bölle doch tatsächlich zum Momo. Der Momo jetzt im Strafraum. 1-1. Und dann schlänzt er den Bölle und ja, den Bölle habe ich den gesehen. Und schlänzt ihn aber gleich am Goal vorbei. Ja, da hat nicht viel gefehlt. Ganz eine gute Chance, die erste grosse Chance für den Gasapo-Club Zürich nach gespielten 17 Minuten. Ja, Iverdon ist da aber schon wieder am Ballen. Die am 16er leitet den Ball ab, die ziehen Dinge flach auf den Boden und schießt das 1-0. Wunderschön ausgespielt, nachdem der Amir Abrashi hier den Ball hat können abfangen. Ja, wieder ein gutes Spiel vom Amir Abrashi. Wie schon gegen Basel kämpft er sich hier in jeden Ball rein. Kann dann den Giotto Morandi lancieren. Der sieht, dass der Ziehendinge hinter ihm durchläuft. Der mit der Hacke Leiter auf. Und der Ziehendinge hat dann eigentlich Zeit zum Auswählen, wo er will anschiessen. Und schiesst eigentlich, glaube ich, zwischen beiden. Also, Fallnicken. Starke Aktion und es ist ja von unserem Topscorer. Es ist ja, bereits das 7. Goal vom Ndenge und das als defensiver Mittelfeldspieler. Also sicher keine schlechte Bilanz. Sieht man sich mit rein, einen Weitschuss von Iverdon. Der wird noch gefährlich, aber der Hammel ist da noch rechtzeitig unten und kann ihn gerade noch um den Pfosten umlenken. Es gibt einen weiteren Corner für Iverdon. Ja, das ist unerwartet gefährlich geworden. Also, alle haben irgendwie dem Schuss keine Chance zugemutet. Und dann am Schluss hat der Justin Hammel dann selber noch gesehen, dass es noch ein knapp werden am Pfosten. Zurückgewinnen, es gibt Einwurf auf der linken Seite, bereits ausgeführt. Schön weitergeleitet hier ins 16er. Abrashi mal Platz, aber Abrashi zieht ab. Ganz knapp übers Goal. Da hat ganz wenig gefehlt. Guten Abschluss von unserem Captain, vom Amir Abrashi. Ja, ich habe es ja vorhin in der Pause noch bei dir angekündigt. Dem möchte ich eigentlich wirklich mal wieder ein Goal gönnen. So wie er sich aufopfert, auch für die Mannschaft. Da aber nicht so schnell mitmachen. Er hat dann raus, will er noch die Strafe um ganz zu laufen. Bölle kommt jetzt in die Mitte, an den ersten Pfosten. Und dann ist der Bölle im Goal. Und ich würde sagen, es war sogar ein Eigengoal gewesen. Ja, wir müssen den Fallfall rein. Es war ein Goal. Ich behaupte, es war ein Eigengoal. Oder ein sehr schlechtes Stellungsspiel. Auf jeden Fall spielt ja keine Rolle. 58 Minuten da gespielt. Iverdon kommt hier zum Ausgleich nach einem Standard. Ja, das war auch nicht ganz so gut verteidigt. Bringt sie hoch in 16er rein. Seko wird bereit. Segelt den Ball vorbei. Babunski setzt noch unten. Dann wirklich Millimeter am Goal vorbei. Riesenchance für GC. Ich glaube, der Babunski war, der den Böhlen am Pfosten vorbeigeleitet hat. Wirklich ganz wenig hat da gefehlt. Weiter Garner jetzt kurz ausgeführt durch den Morandi. Wird allerdings unterbunden. Das ist am Schiedsrichter zu schnell gegangen. Ja, irgendein Spieler war da noch auf den Knien gewesen. Gerätscht hat. Jetzt ist Iverdon wieder am Strafraum. Der immer noch im Strafraum drin, bringt den Böhlen hinterher. Dort ist aber der Seko, wo da der Böhlen. Oder der Tim Meyer ist es, Entschuldigung, und dann hat man Glück, dass da der Böhlen, der durch den Strafraum durchkullert, nicht richtig Goal reingeht. Ach, da jetzt wirklich Unaufmerksamkeit da. Damals war der Tim Meyer, der da einen unglücklichen Ball gespielt hat. Wir sind nochmal davor gekommen mit einem Eckball. Für der Böhlen nicht mehr ausrühren, weil das Spiel ist somit auch abgepfiffen. Ja, Spielstand 1-1.